Da muss man immer sehen, dass da ein Fahrstuhl ist. In der Dunkelheit. So. Mit den Mädels hier sucht man besser keinen Streit. Ach, Ruhe. Hey, da ist es ja. Ist ja toll. So, was kannst du denn Feines? Außer nichts. Mhm. Mhm. Dann machen wir doch mal den hier. Oder nicht? Weil er halt schon ein bisschen Schaden macht. Nein, nicht für nichts wieder. Heiltrank. Dann probieren wir mal sowas. Ob das viel bringt, ist so eine andere Geschichte. Ich glaube irgendwie nicht. Nee. Aber dafür müsste ich erst ein höheres Level haben. Nein. Ja, ist ja gut. Ja, ist es denn wahr? Mega Phönix für alle. So, jetzt feste drauf. Konduktor. Einmal Sturm hinterher. So. Kommt er natürlich auch wieder kritisch. Ich bin kritisch. Ja, das wird ja lustig. Dann wollen wir so einen Dungeon angehen? Na, ich weiß ja nicht. Heiltrank für Ignis auch nochmal. Vielleicht sollte man das nochmal überdenken. Alter. Okay, Magie. Wir haben noch Giftblitzer, okay. Dann Ausrüstung, Noctis, den Ring ersetzen durch Magie, Gift, Blitzer, Todblitzer. Das war ein bisschen effektiv. Ja, und das hat auch wehgetan. Ist Traum. Hallo, ich habe geblockt. Hat nur keiner gesehen. Aber ich habe voll krass geblockt. Ja. Übertreiben Sie es mal. Ja, ist gut. Wenn es mir ja länger dauert, ne? Erstmal ein Snickers. Dann mach mal Ausrüstung. Vielleicht tatsächlich dann eher Giftblitz oder sowas. Ja. Ist das nicht wahr? So ätzend der Gegner ist. Ja, natürlich. Wäre es mal wieder umgefallen? Prompto. Ja, nicht lange rumwinseln, einfach mal machen. Dann muss ich einmal wieder auf den Rücken drehen. So, warte. Elixier für Ignis. Wir sollten nochmal shoppen gehen, bevor wir dann irgendwo hingehen. Heiltrank für Gladiolus. So, dann mach mal Kombinationsgabe. Eine Schwachstelle. Ich glaube, Gladiolus ist vergiftet.
Ist ja was ganz Neues. Elixier. Gladiolus. So, und dann Konduktor. Soll ihm das mal schön Schaden auf Zeit machen hier? Ja, oder so. Das ist auch gut. Super Elixier. War da nicht Mega Elixier oder sowas für alle? Final Elixier. Machen wir mal so. Es geht noch bevor Prompto umfällt. Ah, ist auch knapp. Okay. Wir haben es bald. Es kann sich nur noch schon handeln. Prompto ist übrigens wieder umgefallen. Was so schön ist. Kann sich nur um Stunden handeln. Bin für den Kampf nicht sonderlich gut ausgerüstet, habe ich das Gefühl. Und schwart mir schon Böses, was halt den komischen Turm da angeht. Aber den Typi hier kriegen wir noch tot. Hoffe ich. Niedergeworfen und down, down is it. Mann, 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 hier, also wirklich. War das jetzt so schwer? Ja, war es. So, Karte. Okay, zurück zum Eingang geht nicht, schade. Mann, ich hab wirklich alles gegeben. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Total. Ich bin vollkommen ausgelaugt. So, komm. Ach so. Wirklich einsteigen. Geht nicht, also musst du einsteigen drücken. Okay. Ist in Ordnung. Ich komme damit klar. So, einmal raus hier. Kraftwerk verlassen. Ja, bitte. So. Da bin ich mal gespannt. Ne, wie viele Level-Ups es jetzt gleich gibt, wenn wir dann ne, schlafen gehen. Im Hotel hier gleich in Lestalum. Vielleicht gehen wir nochmal was essen. Jetzt sind wir gestärkt, bevor wir in den Turm reingehen. Wäre auch nicht so verkehrt. Aber erstmal, wie gesagt, Quest abgeben. Und wie gesagt, ich würde halt gerne das Spiel noch so weit spielen, dass wir zumindest die Schildkröte platt kriegen. Ob das auch wirklich so funktioniert, ist eine andere Geschichte, aber das würde ich auf jeden Fall gerne tun. Ne? So. Bin ich schon da? Bin ich schon da? Jetzt bin ich da. Yay! Warte, 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 warte. Jetzt. Hallo. Tag. Ja, ich habe da den Aramushu hier erledigt. Wie auch immer. So. Hat gut Gil gegeben. Die kann ich jetzt einmal wieder ausgeben für Heiltränke und Kokage. Ja, erstmal nix. So. Dann gehen wir schnell shoppen. Aber nicht bei dem. Waren wir bei dem Shop da hinten an der Ecke. Kurz vorm Hotel. Und dann mal gucken. Das kriegen wir schon noch alles gebacken, so wie ich mir das vorstelle. So, einmal hier bitte shoppen. Oh, du bist's wieder. Nee, ich bin's wieder. Okay, der hat gar nichts dabei. Verdammt. Hab ich denn hier noch so einen Shop? Ach, da unten an der Straße, okay. Dann gehen wir da kurz hin. Ja, so viel Zeit sollte sein. Diese schwüle Luft. Ja. Ihr beschwert euch auch immer übers Wetter, ne? Immer. Hallo, Herr Tankwart. Was darf's denn sein? Was darf's denn sein? Heiltränke. In Morsen. Elixiere. Besten Dank.
In Morxen. So, 77. 30.000 Gil ist okay. Phönixfedern wäre nicht verkehrt zum Paar. Ja, 26.000 ist okay. Kriegen wir alles wieder rein. Supertränke. Ah, oh, nehmen wir. Gegengift haben wir ein bisschen aufgebraucht. Können wir auch mal wieder auffrischen. Zack. Okay. Die Firma dankt. Ein bisschen die ganzen Vorräte aufgestockt. Muss ja auch mal sein. So, und jetzt gehen wir schlafen. Gehen danach mal was essen. Und dann mal schauen, was denn der Dungeon für Level 55 so sagt. Außer, hey, ich bin ein Dungeon. Hey, töte mich. Möglichkeit besteht. Guten Tag. Willkommen, der Herr. Sie wünschen ein Zimmer? Ja. Ich bin total verschwitzt. Und verdreckt. Ich bin auch völlig fertig. So, jetzt wird's lustig vielleicht. Oder vielleicht gibt's auch nur ein, zwei Level-Ups. Kann natürlich auch sein. Ich hoffe auf mehr, aber abwarten. So, mach hin. 7 Tage vergangen, 1 Woche. Wow. Okay. Ja, okay, es gibt tatsächlich ein bisschen mehr Level-Ups. Das heißt, es hat sich durchaus gelohnt, dass wir so lange gewartet haben. Guck mal, alle sind Level 55 und Noctis sogar 57. Das war schon, ne? Ist ordentlich. Kann man machen. Hey, Talentstufe gestiegen. Fische beißen schneller an. Das ist sehr schön. Und findet auch Megatränke. Yay! So, ein paar Fotos gibt es auch. 15 an der Zahl. Okay. Waren auch schon mal bessere Fotos dabei. Was ist das? Und das. Ah, also da hattest du schon mal besseres. Was ist das denn? Ach, das war hier gegen den Fuig. Boah, nehmen wir mal. Als Erinnerung an die 1 Woche ohne Schlaf. So. Dann, wie gesagt, wir gehen mal schnell was essen und dann geht es auf zum komischen Turm des Todes. Guten Morgen. Tag. Na? Gucken wir mal, wo wir denn hier mal was Vernünftiges finden zu essen. Gehen wir hier lang. Ja, ja. Also halt, ne, wir haben ja nochmal die Hälfte von dem, was wir gesammelt haben, an Erfahrungspunkten jetzt nochmal oben drauf gekriegt, dadurch, dass wir im Hotel geschlafen haben. Es ist lohnenswert. Hallo. Definitiv. Gerade halt bei so einer großen Menge an Erfahrungspunkten. Was kann ich euch heute Gutes tun? Wir wollen Speisekarte. Lestalum ist bekannt für seine scharfe Küche. Je größer der Stufenunterschied zu Gegnern, desto größer der erteilte Schaden. Okay, nehmen wir mal. Vor allem 350 mehr Angriffskraft und 1000 mehr Leben. Schlagt ordentlich zu und stärkt euch mal. Ist ordentlich, kann man machen. Dafür sind wir zwar inzwischen auch schon wieder fast pleite, aber auch nur fast. So. Ja, ihm ist ein neues Rezept eingefallen. Mal wieder rein. Ja, bei Gelegenheit. Aber erstmal, ne? Ja, zum Turm des Grauens. Und auch die Quest von Dino zu beenden. Ist ja wahrscheinlich seine letzte Quest, wenn ich mich nicht irre. Können ja hier gleich hier, ne? Zum Regalia. Ist ein bisschen kürzer, vielleicht. Aber nur vielleicht. So, ab in den Regalia einsteigen. Automatisch fahren nach dahin. Dahin. Ja. So, und dann bin ich mal gespannt, was uns alles für grauenhafte Grauen dort unten erwarten.
dann machen wir jetzt tatsächlich mal wieder einen vernünftigen Dungeon, hoffe ich. Ich hoffe es sehr. Nicht so wie der letzte, der irgendwie, ne, nichts Halbes, nichts Ganzes gewesen ist. Na, mal gucken. Aber erstmal, ne, Ladebildschirm. Wobei, man muss dazu sagen, Final Fantasy XV hat nicht ganz so viele Ladebildschirme wie Sonic the Hedgehog 2006. Das ist ja ein Graus. Selten so viele Ladebildschirme in einem Spiel gesehen. Wirklich. Ah ja. Trotzdem heißt das nicht, Final Fantasy darf da, ne, 500.000 mehr davon haben. Warum steigen die bei so einem Wetter aus und laufen rum? Jetzt haben wir Regen natürlich. Ja, jetzt wo ich nicht mehr da hinten in der Nähe bin, das ist natürlich super. Egal. Wir rufen unseren Chocobo. Los, Kleiner. Und düsen dahin zum Dungeon. Wenn das angezeigt werden wollen würde. Jetzt? Ja, jetzt. Wir wollen dahin. Einfach nur, damit ich hier das nicht verpasse. Wo das denn ist, wo ich hin muss. Da ist es. Da wollen wir lang. Da wollten wir schon vor geraumer Zeit mal hin. Wir haben gesehen, Level 55. Jetzt haben wir Level 55. Level 57. Nicht so trödeln. Ne? Jetzt können wir da auch hin. So, mal absteigen. Braver Junge. So, und dann gehen wir mal rein. Frisch gestärkt mit Speis und Trank. Einfach mal rein da. Jetzt ja nicht, das geht nur nachts auf. Ah ne, da gab es ja noch Seiteneingänge, genau. Was ist denn das da? Ein Krummstück. Es geht nur nachts auf, oder? Oh, bitte nicht. Das kalt. Ach, Ruhe. Zieh dir lieber etwas über. Sonst erkältest du dich noch. Ach. So ein Milchbubi, ey, ehrlich. Es ist kalt. Oh, ist das warm. Da muss ich ernsthaft bis zur Nacht warten. Problem ist ja auch. Ist ja jetzt nicht so ein Spiel, wo du dann einfach so warten kannst, wie in anderen RPGs, sondern du musst ja wirklich, wirklich warten. Um dann hier reinzukommen, ne? Gehen wir davon aus, die Platten hier, die verschwinden dann. Ja. Ja, das ist der Eingang. Allerdings nicht bei Tag. Gut. Dann werde ich wohl oder übel hier erstmal eine Aufnahmepause machen. Wir warten dann tatsächlich mal, bis es Nacht ist. Und dann kommen wir hier wieder her. Und dann schauen wir mal, was wir in den Dungeon dann in der Nacht erwarten. Bis dahin, viel Spaß euch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.